Und am Sonntag, ich weiß noch wie heute, da hab mich spazieren gegen gefreut. Und weil mir halt nix so gefällt, drum bin ich gleich aus in Wald. Auf einmal, ich geh noch nicht lang, da hör ich einen wunderschönen Gesang. Aha, denk ich mir und schau knauf, auf dem Baum war ein Vogelnest drauf. Ich denk mir, da kraxelst jetzt nauf und nimmst du das Vogelnest aus. Das Kraxeln war gar nicht so schwer, aber wie ich raufkomm, war das Vogelnest leer. Und wie ich am Baum droben sitz, vom Kraxeln noch fürchterlich schwitz, da kommt ein Liebspaar versunken im Traum und hockt sich grad unter meinem Baum. Ja, ich auf meinem Baum bin ganz still, möcht sehen, was der Liebhaber will. Er sagt, ich hab dich so gern, du sollst mein Weiberl bald werden. Er nimmt sie ganz zart bei der Hand und sagt ihr ins Ohr allerhand. Sie sagt, ja, ich hätte dich schon gern, aber wer soll unsere Kinder ernähren? Ich bin ein katholischer Christist und du von demselben Glauben bist. Vertrau nur dort drum auf den Herrn, der wird schon die Kinder ernähren. Da schrei ich gleich obi vom Baum, Bagage jetzt schleicht sei fei heim. Wenn ich obi komm, dann zeig ich euch den Herrn, der euch dort die Kinder ernähren. Die zwei waren vor Schrecken ganz blass, haben gemeint, dass der Herrgott schon weiß. Da sind sie gerannt über Stock, über Strauch, ich hab gehalten vor Lachen mein Bauch.
Thank you.